Hallo und willkommen der Männerhöhle. Zeit für ein neues Video und schön, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, das Projekt, was jetzt kommt, ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so mega spannend. Ja, eine Kugelbahn, oh mein Gott. Im Video werde ich mich mit dem Frästich ein bisschen mehr auseinandersetzen, denn ich möchte diese Bahnen, auf denen die Kugel laufen, auf verschiedene Arten und Weisen machen und vielleicht ist das ein oder andere Interessante dabei. Ich werde auf jeden Fall eine ganze Menge lernen, hoffe ich zumindest. Und ich würde mich freuen, wenn du dranbleibst. Geht sofort los nach dem Intro. Hi und hallo, willkommen in der Männerhöhle. Ich bin Andreas und schön, dass du dran geblieben bist. Jetzt geht es um ein Projekt fürs Kinderzimmer, beziehungsweise ein Holzspielzeug. Und der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, das interessiert mich nicht. Ich habe keine Kinder und deswegen brauche ich das nicht. Aber man darf nicht vergessen, sowas kann man immer schön verschenken. An Freunde, Bekannte, die irgendwie Nachwuchs bekommen haben. Ihr werdet Patenonkel, Patentante, dann könnt ihr sowas auch schön verschenken. Oder aber ihr habt selber irgendwann Kinder, dann lässt sich das natürlich auch ganz gut umsetzen. Das zweite ist, ich werde diese Bahnen, auf denen die Kugeln nachher laufen, es wird ja eine Kugelbahn, die werde ich auf verschiedene Arten und Weise bauen. Das heißt, ein bisschen rumexperimentieren, was da am besten funktioniert. Wir werden den Frästich auf Herz und Niere testen, ja, und gucken, ob da alles läuft mit dem Featherboard und, ob der auch genau fräst, weil ich möchte eine Variante nur gefräst machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nachher für andere Projekte auch ganz interessant sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Ganze, was ich wieder dazulernen kann. Genau, wir nehmen jetzt Multiplex fürs Gehäuse und für die Basis, wo die Kugelbahn drauf stehen soll. Das möchte ich nachher lackieren. Die Bahnen, auf denen die Kugeln laufen, die werden aus Buche gemacht. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang. Lass uns direkt anfangen.
So, ganz kurzer Zwischenstand von mir, bevor es hier weitergeht. Vor mir liegt die Bodenplatte. Die ist soweit eigentlich fertig. Muss jetzt nochmal geschliffen werden, lackiert werden. Die wird in so einem Bärenton, so ein bisschen, weiß ich nicht, lila in die Richtung, als ja, Knaller, als Farbakzent sozusagen lackiert. Ich habe diese innere Bodenplatte im Endeffekt nur auf die Füßchen geklebt, die unten drunter sind. Die sind aber eben mit der Fläche. Da soll einfach nachher Filzgleiter drunter und ja, das war's dann. Ich denke, das ist so ganz gut, wie es hier geworden ist und genau, das wird quasi die Grundplatte. So, da hinten, da liegen auf jeden Fall die Seitenteile, die hier quasi nach oben hinweg gehen. Die werden in so einem Grau, Blaugrau mehr oder weniger lackiert. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan mit ddem Zusammenbringen oben. Ich habe nämlich Runddübel benutzt, ganz normale, mit dem Wolfkraft-Dübler. Und das liegt nicht an dem Dübler, das liegt an mir. Ich muss das noch mal ein bisschen üben, denn immer wenn ich den schon gesetzten Dübel als Führung benutzen wollte, dann hat das irgendwie nie so richtig gepasst. Wie gesagt, das Ding ist ja bewährt, das funktioniert, nur ich muss das ein bisschen üben. Ich wollte sehr gerne Flachdübel benutzen, aber der Flachdübel an sich war zu breit, so viel Material habe ich gar nicht und deswegen blieb nur diese Variante, aber nur Übung macht den Meister und ja, so ist es jetzt. Genau. Die trocknen jetzt noch, das wird jetzt noch mal ein bisschen geschliffen und dann geht es nachher ans Lackieren. Den Deckel oben drauf, den kann ich ja erst dann machen, wenn ich weiß, wie breit diese Bahnen werden. Und das ist jetzt der nächste Step auf jeden Fall, denn jetzt wird es auch spannend. Jetzt müssen wir mal gucken, 1, 2, 3 Varianten habe ich so ein bisschen im Sinn. Mal schauen, was davon funktioniert. Vielleicht klappt auch schon die erste, so wie ich mir das vorstelle. Und dann, genau, gucken wir mal, was da passiert. Auf geht's. Ja, also die Einzelteile, die liegen jetzt hier alle. Das war noch ein bisschen Arbeit, die alle zu lackieren, zu schleifen, nochmal zu lackieren, beziehungsweise zu ölen und, und. Ich habe euch das jetzt erspart, das zu zeigen. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres. Und genau, im Endeffekt haben wir jetzt diese beiden Teile außen. Das ist der Deckel für oben drauf. Ich hoffe, das passt alles, so wie ich es gemessen habe. Ich habe es noch nie ausprobiert. Das sind die Schienen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich ein bisschen stolz drauf, weil mir die echt ganz gut gelungen sind. Eine Sache würde ich beim nächsten Mal besser machen, und zwar den Bereich hier ein bisschen breiter lassen, denn ich musste die jetzt alle von Hand anfasen sozusagen, damit sich hier niemand dran verletzen kann. Hätte ich das mit dem Abrundfräser nochmal über die Fräse gehauen, das ist sehr, sehr dünn hier, das Material, das wäre wahrscheinlich, ja, wie ich mein Glück kenne, wäre es ausgebrochen.
Aber sonst hat das sehr, sehr gut geklappt mit den Schienen. Ich wollte ja ursprünglich mal ein, zwei Varianten ausprobieren, aber ich habe die erste genommen, die hat direkt funktioniert. Ja, also erstmal quasi mit dem Nutfräser hier Platz geschaffen und ausgehöhlt sozusagen. Dann mit so einer Rundung, wie nennt man das Ding eigentlich, mit so einem runden Fräser sozusagen, hier eine Vertiefung reingemacht in die Ecken und dann nach oben hin ein bisschen Platz geschaffen mit so einem, wie heißen die, Kegelnutfräser wahrscheinlich. Damit die Kugel hier auch Platz findet. Wir haben sehr große Kugeln, 4,5 cm sind die im Durchmesser und genau. Aber das hat echt gut, ganz gut funktioniert und war ein ganz gutes System. Hat auch Spaß gemacht, das zu machen, weil ich den Frästich ein bisschen kennenlernen konnte. War eine coole Geschichte. So, jetzt bauen wir das Ganze zusammen und dann kommen wir zum Finale. Auf geht's! Ja, neben mir ist das fertige Endergebnis sozusagen und die letzten Szenen in dem Video, die waren jetzt sicherlich etwas wirr oder chaotisch oder alles zusammen. Ich möchte euch kurz erzählen, woran das liegt. Ich habe angefangen, diese Schienen hier auszurichten und das hat so viel Zeit geraubt. Immer wieder musste ich das ausprobieren, weil ich wollte ursprünglich, dass die Schwerkraft alles erledigt und ich hier keine Endklötze machen muss, sondern dass ich die von der Neigung her so einstelle, dass wenn die Kugel hier runterrollt, automatisch hier wieder zurückrollt. Das war aber, wenn der nur ein bisschen, ein paar Grad zu steil eingestellt war, dann hat das schon nicht funktioniert. Und das war richtig, richtig aufwendig. Deswegen habe ich überall diese Klötze hinten an die Enden dran gemacht. Außerdem, ja, ganz viel ausprobiert, immer wieder ausprobiert. Und jetzt läuft's. Ich kann nicht dafür garantieren, dass die Abstände überall gleich sind, aber es funktioniert so zumindest schon mal. Genau, meine Tochter hat es schon ausprobiert. Die kennt so eine Kugelbahn von ihrer Tagesmutter. Die ist da, die findet das super klasse. Und deswegen habe ich gedacht, okay, so ein Ding möchte ich jetzt nochmal eben schnell für sie bauen. Aber mal eben schnell war es jetzt nicht. Jetzt hat es doch wieder mehrere Nachmittage gedauert hier. Genau, von 10 Versuchen funktionieren 8 einwandfrei. Das heißt, die Kugel fährt auch komplett die ganze Bahn bis unten durch. Bei 1, 2, 3 Versuchen klappt es eben nicht. Das liegt daran, dass die Schienen etwas breiter sind als die Kugel. Denn ich wollte mich nicht festlegen auf eine gewisse Kugelgröße, sondern habe gesagt, komm, dann kann man hier auch vielleicht Spielzeugautos oder irgendwie sowas noch nutzen oder andere Kugeln, kleinere, größere Kugeln. Das hat aber natürlich den Nachteil, dass es gegebenenfalls verspringt. Aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. Also es ist wirklich schön mit anzusehen und genau. Ja, bezüglich der Schienen, da wollte ich ja eigentlich ein bisschen was ausprobieren und verschiedene Varianten ausprobieren, aber ich habe mich dann für diese eine mit dem Frästich entschieden, weil das direkt auf Anhieb funktioniert hat und das sieht auch so ganz cool aus und ich wollte euch trotzdem noch mal ganz kurz, also meine anderen Gedanken wären gewesen, man nimmt einfach ein Stück Holz sozusagen und packt dann hier an die Seite ein etwas höheres Stück Holz dran, sodass man halt auch so eine Art Schiene hat, die kann man dann dran leimen, die Seitenteile oder irgendwie verschrauben, so hat man dann auch eine Möglichkeit, das ist sicherlich die einfachste Variante. Das andere wäre gewesen, dass man hier so Winkel, oder dass man das halt in der Mitte durchschneidet quasi,
und hier so Winkel ranschneidet, auch mit der Tischkreissäge, und das Ganze zum Schluss wieder verleimt. Dann hat man auch so eine Kuhle, wo die Kugel dann drin laufen kann. Also da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Varianten. Ja, ich habe die mit dem Frästich ausprobiert, das hat direkt am Anfang funktioniert und darum habe ich auch gar nicht mehr groß weiter nachgeschaut und dachte, das ist so der beste Weg auf jeden Fall. Für mich zumindest. Für mich funktioniert so ganz gut. Ist nicht jedermanns Projekt, sicherlich nicht, aber vielleicht hat es dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht zuzusehen und vielleicht hast du auch eine Idee und möchtest sowas nachbauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich ein bisschen inspirieren und motivieren konnte. Und wenn es nicht so eine Kugelbahn ist, aber dann vielleicht, wenn ich dich einfach motivieren konnte, in die Werkstatt zu gehen. Das ist ja das Allerschönste eigentlich. Und das Hobby macht ja einfach nur Laune, egal was wir bauen. Ne? Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Ich hoffe, dass ich dann noch mit dem Schreibtisch schon loslegen kann. Ich hänge immer ein bisschen hinterher. Auch dieses Video ist jetzt einen Tag zu spät. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Woche. Euer Andreas. Und tschüss.